Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, heute mal auf dem Bike unterwegs und mit einer neuen Kamera. Ist jetzt eine kleine Action-Cam, um genau zu sein, die DJI Osmo Action 1. Nicht das neueste Modell, aber ich denke, das sollte von der Qualität schon fit gehen. Und ich bin heute einfach mal bei mir an den Home-Trails und Spots. Ist jetzt nichts besonders Spektakuläres und fahre einfach eine kleine Runde. Auch die erste für dieses Jahr. Also ich war zwar länger nicht unterwegs. Also erwartet keine Ahnung, ultra krassen Sachen halt. Und dann schauen wir einfach mal, was das heute so wird. Ich würde sagen, let's go. Handschuhe an. Erste kleine Ultra-Mini-Fahrt. Nur hier kurz runter und dann ist da drüben so ein Sprung und man hat wahrscheinlich eh zu wenig Schwung. Und ich bin eh in einem ultra-niedrigen Gangwege. Perfekt. Ja, oh Mann, ist ja komplett lahm. Junge, perfekt. Ja, also der Spot hier ist komplett lost, dass ich hier überhaupt bin. Es war eigentlich klar, dass man hier nicht gut fahren kann. Ist halt einfach mehr so der Motorradspot. Boah, Digga, fast nicht gerutscht. Okay, nächste kleine Abfahrt. Geht nur so kurz ein bisschen runter. Nichts Spektakuläres. Aber eigentlich ganz witzig. Junge. Alter, ist das hier ausgefahren. Komplette Rinne in der Mitte. Sick. Ja, also wie gesagt, nichts Spektakuläres. Nur eine kleine Abfahrt. Aber macht schon ein bisschen Bock, mal wieder unterwegs zu sein auf dem Bike. Das ist übrigens das gute Bike, Canyon Strive 7.0 von 2021. Bis jetzt immer gute Dienste geleistet. Ist halt ein Enduro Race Bike, 29 Zoll. Vorne 170 mm Federweg, hinten 150. Hat man noch so den Shapeshifter hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht hier. Upp, kann man so die Geometrie ein bisschen verstellen. Zum Bergauffahren und einmal zum Bergabfahren. Genau, das ist eigentlich soweit von dem guten Stück. Jetzt in 4K 30 FPS, aber ohne Rocksteady. Das ist so eine Stabilisation, aber geht halt nicht, wenn es so ultra weitwinklig ist. Aber ich hoffe, man sieht trotzdem ganz okay, wie es ist. Oder ist eher so ein Test. Wir fahren einfach mal los. Ich habe schon beim Hochfahren gesehen, beim Hochschieben gesehen. Also hier ist echt ewig niemand mehr gefahren. Überall liegt auch ultra das Zeug rum, aber ich glaube, für das bisschen, was ich hier fahre, reicht es auf jeden Fall. Kleiner Jump. Und da sind wir auch schon wieder unten. Jo, entspannte Home Trails, geht fit. 2,7K. Mit Worksteady, auch so ein Test für mich, hab die Kamera jetzt erst neu. Ist halt nicht die weitwinkligste, die GoPros sind alle einen Ticken weitwinkliger und da sieht man halt den Lenker komplett. Aber an sich für das, was ich mache und für den Preis gebraucht, ist eigentlich ganz nice. Und deswegen beschwert euch bitte nicht. Junge, Alter, bei jeder Kurve fliegt man halb aufs Maul. Alter, holy shit. Komplett durch die Dornen hier. Den Einsprung viel zu weit gesprungen. Aber sicke Kiste. Auch ein bisschen weich das Setup. Ich habe ewig nicht mehr Setup gecheckt. Also Gabel und Dämpfer. Also ihr seht, fast durchgeschlagen und hinten auch fast. Fährt sich ultra weich. Aber an sich. Ah, Junge, übelst in den Dornen hängen geblieben. An sich sick. Wir fahren noch eine Runde hier. Und dann geht's mal noch an einen anderen Spot hier in der Nähe, nicht weit weg. Junge.
am zweiten Spot angekommen. Hinter mir ist hier ein kleines Roadgap von da nach da rüben. Und hier unten ist noch ein Step-Up. Falls ihr öfters Bike-Videos sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und auch allgemein, wenn ihr irgendwelche Video-Ideen habt, schreibt es gerne mal rein. Und ich gucke dann mal, ob sich davon irgendwas umsetzen lässt. So, erster Run hier. Bisschen größere Sprünge jetzt. Road Gap. Kleiner Step-Up. Ein, zwei Kurvchen. Schauen wir mal gegen die Sonne. Meine Brille ist schön dreckig. Ich sehe gefühlt gar nichts, aber egal. Junge, das war es ja schon mal komplett. Okay, also Road Gap geht besser, Step Up geht gut. Das ist das gute Stück. Kann man auf jeden Fall einen kleinen No-Hander machen. Jetzt gibt es nochmal die zweite Runde hier mit ein bisschen mehr Ausschnitt, dass ihr auch ein bisschen seht, wo ich lang fahre, ohne Brille. Da sehe ich auch ein bisschen mehr, wo ich lang fahre. Uiuiui. Road Gap. Also der Absprung ist halt echt komplett flach. Und kleiner Step-Up. Jo. War zwar 0,0 ausgestreckt, aber die Hände waren schon mal kurz weg. Nice one. Strecke ohne Road Gap. Aber mit Step-Up. Und hier dafür davor noch so ein paar Kurven mit viel zu engen Bäumen, wo man sich auch fast nur auf die Fresse legt. Nice one. Und eine letzte Runde hier auf dem Trail mit dem Road Gap. Diesmal nicht ganz so schnell unterwegs. Ach du Scheiße. Okay, ging noch klar. Nice. Okay, das reicht das mal hier. Wir fahren weiter. Jo. Relativ schnell. Da unten kommen ein paar Treppen. Jo. Uiuiuiui. Da wäre vielleicht daneben das besser gewesen. So, jetzt geht's hier nochmal ein bisschen weiter bergab. Wir geben Gas. Ich sehe gar nichts. Junge, wenn ihr irgendjemand entgegenkommt, ich fahre den komplett um. Das ist es. Phew. Oh Junge, Alter, das Hinterrad ist auf einmal komplett weggeslidet und mich jetzt fast gepackt. Oh, eklig, matschig, nicht geil. So, wir sind an der kleinen Steilabfahrt angekommen. Zeigt ihr euch mal kurz. Also, hier geht es halt so runter, darüber. Jetzt nicht so spektakulär. Wahrscheinlich in der hellen Perspektive. Vielleicht kann ich euch noch ein, zwei Clips einblenden, die ich mal von der Seite gemacht habe. Das ist schon gut steil. Man zieht eigentlich nur die Hinterradbremse und rutscht man so runter. Und wird relativ nass. Also sollte man wahrscheinlich relativ doll rutschen. Schauen wir mal, wie es geht. Ich setze mir einen Helm auf. Wir fahren mal runter. Ich denke, es sollte aber fit gehen. Okay. Ich meine, ich habe es ja schon einige Male gemacht. Keine Ahnung, vielleicht so 5-6 Mal. Ich habe mich auch schon mal schön gepackt. Ich hoffe, das mache ich jetzt nicht. Okay, let's go. Oioioi. Also ist schon gut sketchy, muss ich sagen. Man rutscht eigentlich nur, man kommt schon runter. Warte mal, noch mal ein bisschen von unten hier. Sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Naja, eher so eine Rutschpartie, dass man hier groß runterfährt. Woo!
fahren einfach mal vorletzter Clip fürs Video wahrscheinlich. Treppen. Okidoki. Nochmal kleiner Drop. Hoffentlich nicht nach rechts, sondern nach links. Entspannt. Noch ein paar Treppen. Okay, Street macht doch einen Bock. Ich hatte gerade gar nicht so viel Bock, noch ein bisschen durch die Streets zu scherbeln. Aber so schlecht ist es gar nicht. Aha, okay, perfekt. Hier liegt ja kaum mit viel Glas rum. Bitte kein Plotten. Oh Junge, die ganze Treppe war voll mit Glas. Läuft. Ich hoffe, ich komme noch nach Hause. Ich würde sagen, die Wheelies sitzen wieder soweit. Sehr nice. Okay, kleiner. Okay, dann doch kein kleiner Kurventest. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, die paar Streetclips haben euch noch gefallen. Und ich hoffe, es hat euch an sich ein bisschen gefallen. Ich habe einfach mal ein bisschen meine neue Actioncam ausgetestet. Und ja, wenn ihr mehr Bike-Content sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare für weitere Videoideen. Auch lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Mal schauen, was es wird. Ich bin bald in Spanien, segeln und ein bisschen trampen. Da werde ich auf jeden Fall auch Kamera und Drohne und alles mitnehmen. Und ihr werdet hoffentlich ein paar sicke Videos davon dann in ein, zwei Monaten sehen. Und ja, das war's bis dahin erstmal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.